Am Stammtisch in unserer Wählbar ist heute Bettina Stark-Watzinger, die Spitzenkandidatin aus Hessen für die FDP, die wieder in den Bundestag will. Und sie trifft hier auf Marc Müller aus Marburg, ein Krankenpfleger, bisher jedenfalls Krankenpfleger. Er hat den Job aufgegeben, weil er mit den Zuständen, die er in der Klinik vorfand, nicht mehr zufrieden war. Und mit Stefanie Krause aus Gießen, einer Grundschullehrerin, die ehrenamtlich an der Tafel, für die Tafeln arbeitet. Und beide haben Fragen an die FDP. Genau, dann fange ich einfach mal an. Gerne. Also wie gesagt, ich bin bei der Tafel tätig, jetzt glaube ich seit 5 Jahren, so einmal die Woche bin ich da. Wir sind ungefähr 300 ehrenamtliche Menschen, die allein in der Tafel Gießen tätig sind. Wir unterstützen ja so 3000 Menschen tatsächlich, das sind 980 Haushalte. Und da sieht man natürlich einiges, was an Armut so hier in der Region los ist. Und das ist so die erste Frage, die sich mir stellt, warum Menschen, die arbeiten, die erwerbstätig sind, trotzdem auf eine Institution wie die Tafel angewiesen sind, obwohl sie Vollzeit arbeiten gehen, dass der Lohn nicht ausreicht und sie trotzdem, wie gesagt, auf die Unterstützung der Tafel angewiesen ist, weil sie sonst anders nicht über die Runden kommen können. Da muss man meiner Ansicht nach unterscheiden zwischen, was kann man akut tun, wenn jemand in der Not ist, und wie kann man verhindern, dass jemand in die Not kommt. Und jetzt fange ich vielleicht mal mit dem Akuten an. Mhm. Ich finde es sehr gut, dass wir im Ehrenamt eben Menschen haben, die auch gezielt dahin gehen, wo die Not ist. Und wir müssen gucken, dass dieses Ehrenamt einfach ist. Das ist aber noch keine Lösung des Grundproblems, das Sie angesprochen haben. Aber ich finde es gut, dass wir in einem Land leben, in dem die Bürgerinnen und Bürger sich auch einbringen, weil der Staat natürlich nicht immer alles sieht. Mit Blick auf, wie kann man verhindern, dass Menschen überhaupt in diese Situation, oder was machen wir mit Menschen, die in dieser Situation sind? Bei uns ist es in Deutschland in der Regel ja so, dass der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer den Lohn aushandeln. Und natürlich gibt es durch den Mindestlohn eine gewisse Untergrenze. Und dieser Lohn, den legt zum Glück nicht die Politik fest, weil das wäre falsch, sondern das müssen eigentlich diejenigen, die wissen, wie es in dem Berufszweig ist, festlegen. Und wenn der Lohn nicht langt, dann hat der Staat schon die Verantwortung, auch zu unterstützen. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dann, wenn man gerade in der Region hier das gehört ja auch noch zu der Metropolregion, wo die Mieten hoch sind, wo einfach das Leben viel kostet. Ja. Da muss der Staat dann auch Familien unterstützen, die eben durch das eigene Einkommen nicht auskömmlich sind. Und da muss man hinschauen, wie man es ausgestaltet. Das gibt es. Und da muss man im Zweifelfall immer wieder überprüfen, ob man die Leute auch erreicht. Okay, aber nochmal konkret zu, Sie haben gesagt, der Staat hat da so eine gewisse Rolle, das zu überprüfen, dass die Löhne auch angemessen sind, dass die Menschen über die Runden kommen. Wie könnte das jetzt mit der FDP konkret aussehen? Weil das ist ja jetzt sehr generell gefasst, aber wie könnte man da irgendwie eine spezielle Maßnahme auf den Weg bringen, dass das auch gesichert ist? Also es gibt ja die Mindestlohnkommission, dort sitzen Experten drin. Ich halte es für richtig, dass nicht in Politik ein Über- oder Unterbietungswettbewerb um Löhne geht. Das ist ja am besten in der Regel zwischen Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Da gibt es Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände, aber das funktioniert nicht überall. Und deswegen gibt es eben eine Mindestlohnkommission. Und die legt dann immer wieder mit Überprüfungen fest, wie hoch der Mindestlohn aussehen muss. Und daran müssen sich die Arbeitgeber ja auch halten. Und wenn ich jetzt angenommen, ich lebe in der Region Frankfurt und habe eine vierköpfige Familie und das, was ich verdiene, langt nicht aus. Da gibt es das sogenannte Aufstocker. Ich finde den Begriff nicht schön. Aber man kann dann auch Zuschüsse bekommen, um eben die Miete zu bezahlen, um eben dann auch über die Runden zu kommen. Und da müsste man dann schauen, wie man das, ob man Anpassungsbedarf hat. Aber da würde ich auch gerade mal einhaken. Nun bin ich ja Krankenpfleger vom Beruf und damit vor Einführung der Grundrente auch in einem Berufsbild, was ja grundsätzlich von Altersarmut gefährdet ist. Weil die erste Frage ist, schaffe ich das überhaupt unter den Bedingungen, so lange zu arbeiten, dass ich ins rentenfähige Alter komme? Die zweite Frage, die sich dann anschlägt, wie viel bleibt denn dann übrig? Also ich bin jetzt 26 Jahre alt, je nachdem, wie sich das Rentensystem noch entwickelt, wie sich der Pott entwickelt, bleibt da sehr, sehr wenig von übrig. Und Sie haben da eben viel von Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhandlungen gesprochen in der Lohnentwicklung. Ich arbeite in einer privatisierten Uniklinik. Und wir haben jetzt nach 14 Jahren Privatisierung es erst geschafft, die Entlohnung an den TVÖD anzugleichen. Und jetzt stehen die nächsten Herausforderungen vor der Tür, sprich Outsourcing von Bereichen wie Logopädie, Physiotherapie, Reinigung ist bereits outgesourced, Küche, Verwaltung. Also alles Bereiche, die dann natürlich auch deutlich weniger Einkommen haben, wo auch die Tarifverhandlungen deutlich erschwert werden, Mitbestimmung erschwert wird.
Deswegen wäre jetzt meine Frage an Sie auch zu dem Feld, wie stehen Sie denn eigentlich zum Thema Privatisierung in Kliniken? Mhm. Sind Sie da ein Fan von? Wenn ja, warum sind Sie da ein Fan? Also wir müssen uns, glaube ich, alle nichts vormachen, dass im Bereich Gesundheit die Kosten in Zukunft steigen werden, weil wir älter werden und natürlich auch durch neue medizinische Behandlungsmethoden einfach es teurer wird. Und das ist auch gut und das ist auch richtig. Und deswegen muss man zum Beispiel in anderen Bereichen des Haushaltes vielleicht auch mal gucken, wo können wir sparen, dass wir das in Zukunft mitfinanzieren können. Jetzt ist es ja so, dass das, was die Kliniken bekommen, egal ob privat oder Staat, ja etwas ist, was über bestimmte Fallpauschalen, über bestimmte Abrechnungsmechanismen ja klar vorgegeben ist. Das ist ja kein Markt jetzt, wo ein privates Klinikum sich loslösen kann. Und deswegen ist da eigentlich ja sehr viel vom Staat vorgegeben. Persönlich finde ich es gut, dass wir schauen können, wie können wir im Gesundheitswesen auch effizient werden, nicht weil wir den Patienten nicht mehr gut behandeln wollen, aber man kann zum Beispiel auch schauen, wie ist das mit der Digitalisierung? Wie viel kann ich da Arbeitslast von dem einzelnen Pfleger, der Pflegerin nehmen, um eben dann mehr Zeit am Ende für Patientinnen und Patienten zu haben? Und wir werden uns auch alle damit beschäftigen müssen, dass ja ein Mangel in den Berufen ist, weil es ein sehr anspruchsvoller Beruf ist, den Sie haben. Der, Sie haben es ja auch geschildert, körperlich sehr leistungs-, Sie müssen körperlich sehr viel leisten. Und deswegen werden wir uns darauf einstellen müssen, dass natürlich hier die Löhne steigen, weil ja auch sonst zu wenige Menschen diesen Beruf ergreifen. Und das muss ich dann auch niederschlagen. Aber da ist ja schon ein deutliches Problem die Privatisierung, weil allein in 2018 haben die vier großen privaten Krankenhauskonzerne 1 Milliarde an Gewinn gemacht. Davon könnte man 22.000 Pflegestellen finanzieren. Das ist eine Hausnummer. Natürlich ist die Frage, wie sieht der Markt aus? Keine Frage. Ich arbeite in der Anästhesie und habe auch lange auf Intensiv gearbeitet. Und viele Entscheidungen in der Patientenbehandlung werden auch aus wirtschaftlichen Hintergründen gefällt. Und das sind einfach ganz, ganz viele frustrierende Fälle, die Leute natürlich auch aus der Pflege wegtreibt. Und da hat die Privatisierung meiner Meinung nach einen großen Einfluss drauf. Und natürlich ist es ein schöner Beruf und den müssen wir unterstützen, keine Frage. Aber ist Privatisierung der richtige Weg? Das sind genau zwei Themen. Beides ist weder die einzig mögliche Lösung oder das Teufelswerk. Also ich komme aus einem Kreis, in dem wir uns auch im Kreistag sehr stark für unsere Kreiskliniken eingesetzt haben. Aber wir mussten eben auch schauen, dass wir als kleines Klinikum irgendwann an unsere Grenzen kamen und sind dann mit Höchst haben wir fusioniert und haben einen größeren Klinikverbund gebildet. Wir können zum Beispiel die Arzneimittelversorgung jetzt zentral über eine Apotheke, sage ich jetzt mal vereinfacht, Sie kennen die Fachtermini besser, abwickeln und konnten dadurch natürlich auch Effizienzen heben und auch, dass man Schwerpunkte bildet in Krankenhäusern. Das tut dem Patienten gut, wenn die OP eben eine Hüft-OP am Tag wie oft durchgeführt wird. Ich glaube, dieses, dass man Schwerpunkte bildet, wenn in einer Region genug Krankenhäuser gut erreichbar sind, das halte ich nicht für falsch. Ich glaube, das hilft der Patientenversorgung und das hilft gleichzeitig auch, Freiräume im Gesundheitswesen finanziell zu schaffen. Deswegen würde ich es nicht schwarz oder weiß sehen, sondern man muss es immer ordentlich auch umsetzen. Und da hat natürlich der Staat schon eine Pflicht, sowohl das Land, die ja für die Investitionen da ist, der Krankenhäuser und die Träger, die ja dann die Leistungen abrechnen, die haben da eine Pflicht, gemeinsam dran zu arbeiten. Deswegen gibt es nicht den einen Weg. Herr Müller, wie fanden Sie das Gespräch mit Frau Stark-Watzinger? Ja, also ich fand das Gespräch mit Ihnen jetzt sehr angenehm. Zeit ging sehr, sehr schnell vorbei. Ich hätte gerne noch viel mehr Themen angesprochen und auch genauer ausdiskutiert, weil gerade zum Thema Privatisierung, glaube ich, hätten wir noch viel Diskussionsbedarf gehabt und konnten leider jetzt in der kurzen Zeit nicht eine klare Position rausarbeiten, was ich ein bisschen schade finde. Frau Krause, wurden denn Ihre Fragen beantwortet? Ja, mir geht es ja wie dem Herrn Müller. Also mir, die Zeit ist wie im Flug vergangen. Ich hatte natürlich auch noch viele Fragen irgendwie zu Bildungspolitik, Tafel. Das ist ja ein großes Thema, da kann man sehr viel ansprechen. Aber ich finde, wir haben schon ein paar wichtige Punkte angesprochen. Und ich hoffe, ich konnte Ihnen vielleicht auch noch so ein bisschen die Arbeit der Tafel ein bisschen näher bringen. Und fand es ein schönes Gespräch mit Ihnen. Ja, nein, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Also ich nehme die Punkte auf jeden Fall mit. Ich rate ja auch jedem, sich kommunalpolitisch zu engagieren, weil man genau solche Themen dann auch sieht und auch sieht, was geleistet wird in unserer Gesellschaft. Und das ist wichtig und das ist toll. Deswegen danke, dass wir das Gespräch führen konnten. Wenn
Wenn ihr wissen wollt, wie sich die anderen Politikerinnen und Politiker an unserem Stammtisch in der Wählbar geschlagen haben, dann klickt bitte da.